Take an interest in science. It makes you kill yourself. Just when you thought there couldn't be any more evil that could be invented. My name is Elliot Moore. I'm just going to talk in a very positive manner, giving off good vibes. We're just here to use the bathroom. And then we're just gonna leave. Moon black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wenn Kacke ein Film wäre. Und ihr wisst es vielleicht, in diesem Format bespreche ich Filme, die schlecht sind, aber so schlecht sind, dass sie einen Unterhaltungswert haben, also dass sie verflucht nochmal lustig sind. Moose is in the house. Moose is in the house. Und, oh Gott, seitdem wir dieses Format gestartet haben, ich fühle mich so, als, André, ohne Spaß, ich fühle mich so, als wäre Weihnachten. So, ich habe mich so gefreut, über diesen Film zu sprechen. Oh, ich spreche heute endlich über The Happening. M. Night Shyamalans Meisterwerk? Meine Güte. Ich habe einiges zu dem Film zu sagen und deswegen ohne weiteres. Ja, hier würde es zu Spoiler kommen, was The Happening angeht. Ich habe ihn gerade wieder gesehen. Super. Alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung und damit wurden all das Thema disclaimed. Legen wir los. Okay. Wenn ich mich nicht irre, kam The Happening 2008 in die Kinos? War das 2008? Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber das Spannende ist, M. Night Shyamalan, als er so ziemlich angefangen hat, Filme zu machen, kam er raus und alle dachten, das ist der neue Spielberg. Das ist einfach so. The Sixth Sense, Wahnsinn. Unbreakable, eigentlich schon damals so ein missverstandenes Meisterwerk, das nach und nach immer beliebter wurde. Dann Signs. Signs ist tatsächlich ein Film, den ich so sehr liebe, dass ich ihn irgendwann hier besprechen will. Und dann fing es an. Dann fing es an, seltsam zu werden. Mit Filmen wie The Village, mit Filmen wie Lady in the Water, was eventuell der verrückteste Film ist, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich sage nicht der schlechteste, aber ich sage der verrückteste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und dann kommt The Happening. Und The Happening... Cheese and crackers. ...wurde promoted als M. Night Shyamalans heftigster Horrorfilm bis dato. Auf dem Poster stand tatsächlich so etwas wie... We sensed it, we saw the signs, now it's happening. Das heißt, er hat seine anderen beiden Filme schon mal sicherheitshalber reingepackt in die Tagline, damit alle ganz genau wissen, also das wird so ein bisschen anknüpfen an The Sixth Sense oder Signs. You know, hot dogs get a bad rap. Mm-mm. Absolut nicht. Die Entstehungsgeschichte und wie der Film aufgenommen wurde, ist mittlerweile fucking legendär. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, es gibt Behind the Scenes, es gibt einen Mark Wahlberg, der gesagt hat, okay, es ist alles dumm. Es ist alles dumm, wo ich damit gemacht habe, aber hey, ich konnte mal was anderes spielen als ein Cop oder ein Gangster und do you blame me? So nach dem Motto. Und ich, ja, nee, ich verstehe. Du hast uns eine der schönsten Performances auf der Welt gegeben, deswegen, nein, entschuldige dich nicht. The Toxin? Und das ist das Tolle an diesem Format. Dieses Format, das wir hier gestartet haben. Es gibt Filme, die ich einfach wirklich nicht mag, die ich zum Kotzen finde und wo ich es auch sage, ich finde das zum Kotzen und das ist Zeitverschwendung. Hier besprechen wir Filme, die ich euch trotzdem empfehle, weil sie einen verfluchten Unterhaltungswert haben und... The Happening zählt definitiv dazu, Ladies and Gentlemen. Ich kann es nicht anders sagen. M. Night Shyamalan hatte, wie gesagt, er ist davon ausgegangen, dass Leute sich kaputt gruseln werden. Und er hat auch sowas gesagt, wie die ersten Leute, die ihn sehen durften, die haben sich geschüttelt vor Grusel. Und dann hat der Film Premiere gefeiert und alle haben sich totgelacht. Alle. Und dann meint er, haha, ihr habt meine B-Movie-Comedy verstanden. Ich so, komm schon. Das war keine Absicht, du wolltest keine Comedy machen, es ist versehentlich eine geworden und das ist das Geniale am Film. Das Geniale ist, wie krass diese Vision in eine andere Richtung ging und was wir letztendlich bekommen haben, ist fucking Gold wert. You lied to me?
Okay, der Film beginnt und direkt, also es gibt Leute, die das Shyamalan in jedem Film unterstellen, so seine seltsamen Quirks, seine seltsamen Shyamalanisms, und er hat schon wirklich seine seltsamen Eigenschaften, aber dieser Film hat sie alle und einfach hochgedreht mal 5000. Weil er fängt an mit hölzernem Schauspiel, hölzernem Dialog und einer Situation, wo man sich fragt, kennt M. Night Shyamalan echte Menschen und weiß er, wie die sich wirklich verhalten oder nicht? Also, wie heißt die? Kristen Connolly? Ich glaube, das ist ihr Name. Die Hauptdarstellerin aus Cabin in the Woods, die auf The Happening übrigens nicht angesprochen werden möchte, sitzt auf einer Parkbank mit ihrer Freundin und beide lesen das gleiche Buch. Anscheinend wissen beide auch, wo sie je sind im Buch, und die lesen das simultan, weil das Menschen anscheinend machen. Und ich frage, wo bin ich nochmal stehen geblieben in meinem Buch? Du bist bei der Stelle, wo der Killer gerade zuschlägt, und ich... I forgot where I am. You're at the place where the killers meet to decide what to do with the crippled girl. Reality. Not reality. Bitte mehr davon. Bitte. Bitte mehr davon. Das ist, als wenn ein Roboter probiert herauszufinden, was dieses Phänomen Menschsein überhaupt bedeutet. Es ist einfach nur toll. Und wenn das nicht schon toll genug ist und nicht perfekt die Tonalität für diesen Film einfängt, tut es die Szene danach. Und auf einmal bleiben zig Leute stehen, so ein bisschen wie bei Vanilla Sky oder der Truman Show. Und außer Kristen Connolly, die irgendwie nicht affected ist von was auch immer Sache ist, und ihre Freundin nimmt sich einfach das Leben. Und erneut, eigentlich ist es ja tragisch, aber so wie es inszeniert ist, ist es so verflucht lustig. Und es wird absurder und absurder, je häufiger man das sieht mit anderen Leuten, die Beispiele, die man sieht. Also, die testen mich. Ich habe so krass viel gelacht. Das ist das Ding. Ich habe für Sonntag schon Fuck You Goethe 3 besprochen. Ihr kriegt dieses Video ja früher. Und es soll eine Komödie sein. Und ich habe nicht einmal gelacht. Ich meine, André weiß, wie hart ich gelitten habe, oder? Ja. Hier, das soll keine Komödie sein. Und ich habe so viel gelacht. Es war unfassbar. Es war super lustig. Deswegen, guckt The Happening. Ich empfehle den. Ich empfehle den wirklich. Also denkt nur nicht, dass es ein krasser Horrorfilm ist. Genießt ihn für das, was er ist. Das bringt uns. Das bringt uns zu der Performance of a Lifetime. Mark Wahlberg als Biolehrer an der Schule, und ich schwör's, er zieht diese Stimme den ganzen Film durch. Look, I don't know if you guys have heard about this article in the New York Times about honeybees vanishing. Take an interest in science. What about the bees? Come on, children. What's going on here? I don't know. Right. Er formuliert jeden Satz, als wenn es eine Frage wäre. Es ist toll. Es ist Mark Wahlberg. Es ist nicht irgend... Es ist Mark fucking Wahlberg. Und kaufen wir es ihm ab? Nein! Aber es ist so geil. Und es hört einfach nicht auf. Und dann redet er darüber, dass Bienen verschwinden. Aber auf einmal wird es noch geiler. Er will eine Antwort von seinen Schülern haben. Und manche kommen sowas wie globale Erderwärmung. Andere sagen Pestizide. Und er... Und dann ist da der eine Schüler, den er sogar beleidigt, indem er sagt, deine Nase wird irgendwann immer größer und dann bist du nicht mehr hübsch. Und der sagt, ja, keine Ahnung, das ist was, was sich nie erklären lässt. Und die Antwort lässt er durchgehen, als Wissenschaftslehrer, wo er sagt, stimmt, Wissenschaft bringt uns nur so weit, aber es gibt Dinge, wie ein Naturphänomen, das sich nicht erklären lässt. Also, nice answer, Jake. He's right. I mean, science will come up with some reason to put in the books, but in the end it'll be just a theory. Magic. Das ist seine Antwort für alles. Dann kommt sogar die Schulleiterin rein und er macht das Licht aus und versteckt, sagt, der dunkle Lord. Und ich so, ich weiß nicht, in welchem Film wir sind, aber ich liebe alles. Ich liebe alles daran. Und sie kommt rein und will ihm was zeigen. Und dann sprechen die ganze Zeit von einem Event, und für mich ist ein Event ein Konzert, aber die meinen eigentlich Terrorattacken, weil sie davon ausgehen, dass das Terrorattacken sind, die hier stattfinden, wo Menschen massenweise sterben, und es sieht halt aus, als wenn sie sich selbst irgendwie umbringen. Und wenn dann einer sagt, ein Terrorziel ist Central Park gewesen, und wenn er sagt, Central Park, ein unübliches Ziel, ich so,
wieso ist es unüblich? Da sind zig Menschen. Ich so, hä? Okay, nichts ergibt Sinn, aber dann lernen wir John Leguizamo kennen, der schon mal in diesem Format aufgetaucht ist, bei Super Mario Brothers. Okay, what's your name? Luigi. Luigi, Luigi? No, Luigi Mario. Und in typischer Schamelhaften-Form muss jeder Charakter einfach nur eine Eigenschaft haben, die so überdreht ist, dass er denkt, das reicht als Charakter. Und John Leguizamos Gimmick ist Mathe. It's good to be a math teacher sometimes. You know, people are comforted by percentages. Er redet einfach die ganze Zeit über Mathe. Die ganze Zeit. Er macht nichts anderes, außer über Mathe reden. Und das ist so toll. Übrigens, diese Gleichung und diese Wahrscheinlichkeit, das ist absolut herrlich. Mark Wahlberg also weinerliche Stimme und John Leguizamo Mathe. Aber dann finden wir heraus, dass Mark Wahlberg verheiratet ist mit Zooey Deschanel. Erneut eine Schauspielerin, vor der ich massiv Respekt habe. Sie war in Filmen wie 500 Days of Summer, einer meiner Lieblingsfilme. Aber wenn ihr mal einen Film sehen wollt, wo echt talentierter Cast drin ist und die Regieanweisungen einfach dafür gesorgt haben, dass die echt beschissen spielen, gebt euch The Happening, weil Zooey Deschanel macht derartige Gesichtsausdrücke den ganzen Film lang. Und sie redet so, als würde sie auch gerade erst lernen, was es heißt, Mensch zu sein. Es ist so geil, die Dialoge sind so wild. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. We can't just stand here as uninformed observers. I need a second, okay? Just give me a second. It makes you kill yourself. Just when you thought there couldn't be any more evil that could be invented. Ja, und auf einmal wollen die alle abhauen, weil die merken, okay, was auch immer das ist, das verbreitet sich, ist es irgendein Gift, Nervengift, das in der Atmosphäre sich befindet. Aber dann sind die in einem Zug. Und John Leguizamo will seine Frau retten, also lässt er das Kind zurück bei Mark Wahlberg und Zooey Deschanel. Und das Tolle ist, er sagt, hey, könnt ihr bitte auf meine Tochter aufpassen? Und sie, na klar, dann, hey, nimm nicht die Hand meiner Tochter, wenn du es nicht ernst meinst. Ich so, wow! Don't take my daughter's hand unless you mean it. Du hast doch gefragt, ob sie auf das Kind aufpasst. Also auch das, die Tonalität des Films switcht hin und her. Und Zooey Deschanel gesteht dann Mark Wahlberg was ganz Krasses. Sie war mal mit jemandem Nachtisch essen. Und er will sich später rächen und erzählt diese großartige Geschichte. I was in a pharmacy a while ago. It was a really good looking pharmacist behind the counter. Really good looking. I went up and I asked where the cough syrup was. I didn't even have a cough. Und erneut, wir sehen dann immer mehr Beispiele von dem, was dieses Gift anrichtet. Wie zum Beispiel ein Typ, der sich unter einen Rasenmäher legt. Oder der beste Kill im Film ist das so ein Zoowärter, der sich einfach von Löwen die Arme abbeißen lässt. Erneut, das klingt jetzt krass brutal, aber wenn ihr das so seht, dann ist das Comedy Gold. Muss ich einfach sagen. Dann ist das absolutes Comedy Gold. Und hey, wir haben schon lange keinen Charakter mehr gehabt, der eine seltsame Eigenschaft hat. Hier haben wir den Hotdog-Typen. We're packing hot dogs for the road. You know, hot dogs get a bad rap. They got a cool shape, they got protein. Er ist einfach nur da und redet den ganzen Film über Hot Dogs. Das ist toll. Kommt schon. Das kann doch nicht euer Ernst. Ich wäre so gern Opening Night drin gewesen, hätte mich auch so gern kaputt gelacht. Ich habe echt lange gewartet, diesen Film zu gucken, weil ich immer gehört habe, der ist scheiße. Ist er, aber er ist scheiße auf eine gute Art. Das ist diese Art von Trash, die ich liebe. Das ist unfassbar toll. Und Mark Wahlberg, nachdem er sich selber 20.000 Fragen stellt, und da haben wir auch diese Shyamalanisms, die Kamera ist so krass nah an ihm dran, dass ich sage, noch näher, ich sehe seine Nasenhaare noch nicht. Komm, noch näher ran. Und er checkt, dass das immer passiert, wenn Leute in größeren Gruppen sind. Das heißt, man muss sich mehr aufteilen. Aber das Witzige ist, der Hotdog-Typ verrät nach 30 Minuten den Twist. Und bei Shyamalan geht's doch immer nur um Twist. Sagt, ja, es sind die Pflanzen. Ich so, warte, das sagt ihr jetzt schon? Und es sind wirklich die Pflanzen. Und danach soll es jedes Mal gruselig sein, wenn man einen Busch sieht, der so irgendwie rumwackelt oder Blätter am Baum, die so ein bisschen im Wind wehen. Also, der Film ist einfach das Geschenk, das besser und besser und besser wird. Und Mark Wahlberg, das kleine Mädchen, und Zooey Deschanel suchen dann Zuflucht. John Leguizamo hat sich mittlerweile auch
Ja, der ist auch nicht mehr da. Die suchen Zuflucht noch mit zwei Kids in so einem Haus. Und Mark Wahlberg will die Leute in dem Haus davon überzeugen, dass er nicht beeinflusst ist von dem Gift. Und erneut. So probiert er den Leuten klarzumachen, dass er ganz normal ist. Weil normale Menschen sowas machen. I mean, you can see that. Just listen to our voices. We're perfectly normal. Oh, Blackwater, keep on rolling. Mississippi Moon, won't you keep on shining on me? Und die beiden Kids werden einfach aus dem Nichts auf die brutalste Art und Weise weggeschossen mit einer Pumpkin. Ich so, wow, erneut, es sieht aus wie Slapstick. Es sieht aus wie fucking Slapstick. Und die kommen dann runter, unter bei so einer alten Frau. Die ist auch nett, bis sie es nicht ist. Nett, bis sie es nicht ist. Und einmal haut sie das Kind und ich weiß nicht warum. Und dann haben wir den großartigsten Dialog der Filmgeschichte. Mark Wahlberg war noch nicht weinerlich genug für euch? There you go. I hear you whispering. Planning on stealing something? No, ma'am, we're not. Plan on murdering me in my sleep? What? No. What? Ja, letztendlich klaut man dann das Ende von Signs. Und zwar, die werden so ein bisschen getrennt und finden wir einander, weil die hatten ein unspezifisches Problem in ihrer Ehe, was nie irgendwie weiter definiert wurde. Aber dann erinnern sie sich an ihr erstes Date, ähnlich wie bei Signs, wo sich Mel Gibson daran erinnert, an die Tage, wo die Kinder geboren worden sind und so weiter. Und ja, dann sagen sie, wir gehen jetzt raus, weil wenn wir sterben, sterben wir zusammen. Und dann entscheiden sich die Bäume, okay, wir hören auf. Und es ist vorbei. Whatever happened, happened. Es ist einfach vorbei. Und das heißt, diese Bullshit-Antwort von dem Jungen in der Klasse, dass es irgendwas Magic ist, die stimmt. Die stimmt. Und ein paar Monate später haben die jetzt das Kind von John Leguizamo adoptiert und Zoe Deschanel ist schwanger und Happy End. Aber dann geht die gleiche Scheiße nochmal in Frankreich los. Und das ist das Ende. Ich würde so krass ein Part 2 gucken in Frankreich, solange wir da nochmal Mark Wahlberg haben und er seinen weinerlichen Dialog auf Französisch uns antut. Großartig. Ja, also, The Happening ist Wahnsinn. Ich liebe alles an dem Film. Ich liebe die Tatsache, dass das so ein Fail ist. Dass es ein Film ist, der Horror sein soll, aber einen einfach nur an die Grenzen der Lachmuskeln bringt. Es ist herrlich, es ist perfekt geeignet für dieses Format. Einfach Wahlberg und Deschanel, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Jetzt frage ich euch, habt ihr The Happening gesehen? Wenn nicht, gebt ihn euch. Gebt ihn euch. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.